20. April sollte ich auf die Welt kommen. Da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Dann habe ich das im warmen Bauch meiner Mutter. Es war sehr schön da drin. Da habe ich das dann ausgeschoben. Und das ging dann über Mitternacht noch ein bisschen weiter. Und morgens um 6 Uhr bin ich dann krähend gekommen und habe mir dann versucht, ein gutes Leben zu machen. Und Denkmalpflege in Deutschland zählt sicherlich Roland Günther. Und eines der Masterpieces dieser neuen Bewegung, die sich um ein neues Tal der Könige, wie Roland Günther titelprägend gesagt hat, kümmerte, war und ist sicherlich die Arbeitersiedlung Eisenheim. Darüber ist oft berichtet, geschrieben worden, auch in diesem Buch, das ich hier nochmal empfehlen darf. Wir wissen es. Wirklich? Können wir uns heute, sozusagen, wo alles gerichtet ist, tatsächlich vorstellen, was es damals bedeutete, das Unternehmen Industriekultur ins Werk zu setzen? Den Umsturz in der Denkungsart der Denkmalpflege, diese kopernikanische Wende. Ist uns noch klar, wie hier sozusagen die Steine ins Rollen gebracht wurden? Steine, die festgefügt waren und im Wesentlichen Kirchenburgen, Schlösser und Patrizierhäuser zum Inbegriff des Denkmal- und Erhaltenswerten erklärt. Roland Günther und sein Werk, der Rolling Stones, stehen nämlich einerseits für den Sturz eines Überkommenen und sie stehen zugleich für das Bewahren eines anderen. Sie retten das auf die Zukunft weisende der Vergangenheit, das sich freilich in jeder Gegenwart zu bewähren hat. Wie in Eisenheim, dessen Erhalt zunächst unternehmensschwere Vorurteile krachend zum Einsturz bringen musste, um darin einen neuen, maßstäbesetzenden Weg für die Zukunft zu bahnen, für die wir alle Verantwortung tragen. Eisenheim, diese republikanisch profilierte Queen unter den Arbeitersiedlungen des Ruhrgebiets, dieser demokratisierende Popsong geistesgegenwärtiger Denkmalrettung, hat die damalige versteinerten Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Das spielt schließlich auf die unerhört grenzgängerischen Schriften und Aktionen an, die mit Roland Günther verbunden sind. Vielleicht gelingt, wollte ich eigentlich sagen, mit diesem umständlich und vielleicht zu wortreich eingeleiteten, ganz verrückten Geburtstagssong eine Anspielung in mehrfachem Sinne. Vielleicht können wir den Anflug einer Ahnung davon geben, damit wir es in Eisenheim oder womit wir es in Eisenheim und mit seinem Retter zu tun haben. Like Rolling Stone. Once upon a time you dressed so fine, threw the bones of dime in your pride in you. People can't save you well and wild, bound to fall, you thought they were all kidding you. About everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. No, don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? To get used in it. You could say we were a while, but for you thought they were wrong. Can you? You said you would never compromise. It's a missing trend, but now you realize.